Ihr seid gescheitert! Seht das doch endlich mal ein! Ihr habt keine Chance mehr gegen uns! Weg mit euch, ihr Pumuckl-Gesellschaftler! Ratsch! Hä? Oh! Spider-Bärtel, alles in Ordnung? Noch Waldraut. Keine Sorge, solange ich stehe, gebe ich mein Bestes. Das ist unser klar, die Frage ist nur, wie lange wirst du noch stehen? So lange wie möglich. Was war das? Hä? Au! Hab ich's nicht gesagt? Ihr verliert! Ich bin auch verloren. Das wird auch jetzt mit deinen Brüdern passieren. Nein! Ne doofe Nische da! Gib's auf, dunkler Meister! Hau ab! Sonst sperren sie dich ins Gefängnis! Wir haben verloren! Ihr habt verloren. Ihr und die ganzen anderen Unfähigen. Aber ich, Squeeze und das Schneemonster, so wie Elektro, stehen noch. Und solange wir stehen, werden wir kämpfen. Und so vernichtenden Schlägen gegen euch ausholen. Doin, 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 doin. Dang 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 dang. Hoppala. Du wirst aber vollständig drin stecken bleiben, doofe Spinnenmistvieh. Denn dann bin ich dich vollends und ganzends los! Du verdammte Spinnenmistvieh hat schon so oft Ärger bereitet. Aber nun bist auch du aus dem Spiel. Zu kalt! Zu kalt! Hilfe! Es ist so kalt! Meine Triebwerke funktionieren nicht mehr richtig. Ich kann... Bauter! Mein Schrocki! So laut, so geht! Hol Hilfe! Sag alle, was passiert ist! Und das... mir am Boden liegen! Oma! Und nun wird es Zeit für du unfähiger Schlangenkopf-Squeez! Ich und unfähig? Diese Bella ist einfach zu schnell und zu gerissen! Ja, das ist auch wieder wahr. Die ganzen Helden sind zu schnell und zu gerissen. Aber sie haben es trotzdem gegen uns verloren, du Misti! Misti. Irgendwie hat jeder andere Namen für mich. Die Helden sagen Schlangenkopf. Meine Schurkenkollegen von deiner Armee sagen Squeeze. Und du sagst... wie hast du nochmal gesagt? Misti. Du sagst Misti. Das klingt irgendwie lustig, aber irgendwie demütigend, wenn man denkt, dass das gegen mich geht. Los, Schocki!
Druck aufs Gas, Schwocki. Ich versuch's, aber der Schnee hat meine Reifen einölen lassen. Das kann jetzt nicht dein Ernst sein, wir müssen irgendwas tun. Verdammte Kacke nochmal. Schwocki, bitte gib alles. Ich gebe doch alles. Alles, was in meiner Macht steht. Vollspeed! Der Vollspeed hat mich überlastet. Danke, Schwocki, dass du uns bis daher braucht. Jetzt müssen wir schauen, dass wir einen freundlichen Riese finden. Nö. Kletter du da hinauf. Was, ich? Schau dich doch mal an. Alles, was du bist, ist ein bisschen feucht. Ich bin so von Schnee übersät, dass sogar unter meiner Maske Schnee ist. Beeil dich. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Warte. Ich kann auch nicht losgehen. Und dann? Was passiert dann, Schrocki? Ich weiß es nicht. Ob ich dann tot oder ohnmächtig bin oder ob gar nichts passiert. Das ist die Frage. Na, opfer die nicht wie mir. Ob dir das passt oder nicht jetzt. Du hast nur einen Versuch. Nutz ihn. Wir brauchen die Hilfe der freundlichen Riesen. Hoffentlich macht er auf. Wir können nicht nochmal leiten. Freundlicher Riese, du bist da. Ja. Wir brauchen deine Hilfe. Die meisten Hüten sind schon eingefroren, was gegen einen dunklen Meister und ein Schneemonster gekämpft haben. Was soll das jetzt, freundlicher Riese? Tut mir leid, der Hausmeister hat die Tür zugeschlagen. Ah, du bist der gigantische Hausmeister. Was? Gar nicht. Ja. Was sollen wir machen? Können wir reinkommen und uns aufwärmen? Und gleich nach Verbündeten suchen? Ja, kommt. Sogar die Oma und der Opa und die Knochenspinnen sind eingefroren worden. Sogar Willi die Karten und das Skelett sauberer und der Iron Man und der Spider-Bärtel und der Spider-Man und der... Oh, es wird kalt. Und noch mehr. Beeilung. Ist das warm, Dori? Ja, ich fühle mich schon viel aufgewärmter. Können wir uns bitte so was wie ein gigantisches Handtuch suchen, gell? Ja. Wie sollen wir das nur machen? Wir können ja kaum mehr gehen vor lauter Kalt. Na super, also Schrockis Motor auch noch abgestorben. Viel schlimmer kann es echt nicht mehr werden. Jetzt sind wir nur noch zu zweit. Schrocki gehört dringend repariert. Oh nein. Kommt freundlicher Riese, hast du irgendwo Verbündete gesehen? Das tut gut. Ich hätte da irgendwo mal Spider-Man gesehen. Und was kann der? Kann der irgendwas Spezielles? Wir brauchen dringend Verbündete mit speziellen Kräften. Da oben ist er ja. Ich habe einen Thermoring, der kann Schnee und Eis auftauen lassen. Das ist schön warm. Da geht so schön warme Luft oben, wenn er da auf uns aufgekickt mit warmer Luft. Oh, ich fühle mich schon wie neu geboren. Ja. Also dann, komm mit, Neigerfreund, Neiger-Spider, mein Kumpel. Wir brauchen dir. Wir brauchen einen starken Thermos. Thermo oder Thermos, wie man es nennen mag. Höhlen brauchen wir. Tschüss, freundlicher Riese.
Der freundliche Riese findet für fast alles eine Lösung. Kannst du mir sagen, wer da gelacht hat? Das hat fast nach deinem Lacher geklungen, Bella. Nach mein Lacher? Aber ich lache gar nicht so, was hast du? Sicher lachst du so. Echt? Ja. Hab ich noch gar nicht gehört, wie ich selber lache. Wisst ihr, wenn man was selber macht, hört man das ganz anders, wie es die anderen hören. Ich weiß, das ist komisch. Da ist das Schlachtfeld. Jo, wie du sehen kannst, sind alle aus dem Spiel. Außer das Quiz, der dunkle Meister und der Schneemonster. Sie dürfen uns nicht bemerken. Wir müssen uns was einfallen lassen. Und ich fang gleich mal damit an. Okay. Ultrasolide gebaut, dieses Zeug. Ich versuch's mal damit. Ich lass den Stock warm werden und hebe das Zeug dann an. Falls es mir gelingt, den Stock da überhaupt reinzustecken, ohne dass er bricht. Junge, wie hart ist denn dieser Schnee? Das ist ja schon fast wie Eis. Und zwar wie ganz fettes Eis. Meine Versuche sind beinahe zwecklos. Alles, was ich diesem Monster herunterreißen kann, sind ein paar Flocken. Der nächste Verräter ist da. Das reicht. Nein. Oh, weia. Habe ich mir doch gedacht, dass ihr wieder zurückkehrt. Nicht schon wieder diese Schnee. Red mein Nazen. Los, hau auf Spider-Man! Der muss Spider-Man! Ich werde versuchen, gegen die Ohren zu kommen! Die Kälte dingt zwar meine Zauber ein, aber das macht nichts, ich will es ohne Zauber schaffen! Ohne Zauber! Ohne Zauber bist du ein Nichts! Du hirnloser Zauberer!